Hey ho, ihr Lieben, willkommen auf meinem Kanal. Die Klatterzeit. Ja, es geht in die zweite Runde, die Klattern. Und zwar entsorge ich heute meine Bronzer, Blushes und Highlighter. Und wenn ihr sehen wollt, was da ausziehen darf, bleibt dran, es geht direkt los. Ich habe bereits meine Concealer, Primer, Foundation und Puder aussortiert. Ich verlinke euch das Video, könnt ihr euch gerne anschauen, wenn es euch interessiert. Heute geht es um Bronzer, Blushes und Highlighter. Ich mache es so wie beim letzten Mal. Teile kommen in den Müll. Teile werde ich verschenken an eine Freundin, die das dann mit in ein Kinderheim nimmt, wo die Mädels sich vielleicht über das ein oder andere Teil freuen. Und ein Teil kommt in den Müll natürlich, ist klar, ja. Habe ich das schon gesagt mit dem Müll? Nein, ein Teil kommt in den Insta-Sale, so rum. Oh Gott, alles klar. Fangen wir mit Insta-Sale an, und zwar Too Faced Sun Bunny. Ich mochte den richtig gerne letztes Jahr. Super, super gerne. Aber ich weiß auch nicht warum, aber ich benutze den überhaupt gar nicht. Den werde ich in den Insta-Sale packen. Und vielleicht will den ja noch jemand haben. Dann habe ich von Love Sun diesen Bronzer. Der ist eigentlich auch mega schön, aber auch den benutze ich nicht. Ich habe welche, zu denen ich lieber greife. Den werde ich verschenken. Ich werde auch das Revolution Sculpt and Glow Contour und Highlight Dings hier verschenken. Auch das war wirklich schön, aber ich weiß nicht, ich benutze das einfach nicht. Dann habe ich von e.l.f. den Cool Bronzer und Leute, glaubt mir, das ist der zweite. Ich habe den schon mal aufgebraucht. Ich glaube, ich habe das Gefühl von allen Produkten, so, die ich so habe, es ist das einzige Produkt, was ich jemals aufgebraucht habe. Weil damals, ganz damals, wo es noch kein YouTube gab, da gab es schon YouTube, aber da habe ich noch kein YouTube gemacht. Da gab es noch keine großartigen Sachen aus den USA. Da hatte e.l.f. noch so eine eigene kleine Homepage. Und da hatten die den und oh mein Gott, habe ich den geliebt. Den Cool Bronzer von e.l.f. Aber natürlich ist er vom Thron gestoßen von tausend anderen Sachen. Dann habe ich von Revolution einen recht neuen Bronzer, Bronzer Reloaded, Take a Vacation. Der ist mega schön, ich benutze den nur einfach nicht. Genauso wie der BH Cosmetics Golden Girl. Den fand ich auch schön, aber auch ihn benutze ich einfach nicht mehr. Dann habe ich Wet n Wild Contouring Palette. Die hatte ich für mein Full Face Wet n Wild gekauft. Die aber auch, glaube ich, nur in dem Video benutzt und darf einfach gehen, verschenke ich. Die Sachen kommen nicht in den Müll, weil es ist unnötig. Dann habe ich ein Teil, was in den Müll kommt, und zwar der Hoola Contour Stick in Mini, den braucht kein Mensch. Und auch dieser Catrice Matte to Cheek Blush in der Farbe Brownie and Clyde. Auch der kommt in den Müll, das ist einfach alt und jetzt habe ich gerade auch noch die Kappe kaputt gemacht, also sorry. Dann habe ich Strong Soul von Revolution, das waren diese Paletten, die es zu ab einem bestimmten Bestellwert dazu gab, die werde ich auf jeden Fall verschenken, die ist eigentlich ganz nett, aber auch da habe ich einfach Sachen, die ich lieber benutze, dementsprechend werden die verschenkt. Dann habe ich uralt, die ist wirklich alt, die Palette, Revolution All About Bronze, da gab es Revolution noch lange nicht in der Drogerie und es war so ein Nischending und es war mega cool damals, ich habe das geliebt, das Ding, aber das muss jetzt mal weg, also es ist wirklich richtig alt, genauso wie BH Cosmetics, dieses Ding, Forever Nude, Sculpt and Glow, das war noch zu der Zeit, wo es noch gar keine Sculpting oder Konturpuder überhaupt gab und das war voll die Revolution, diese Palette für mich persönlich, aber und ich habe die echt geliebt, ne, also auch den Highlighter und alles eigentlich, das Rouge, aber, ne,
Sieht auch noch so ganz nett aus, aber in den Fännchen sehen sie auch nicht so appetitlich aus, ne? Dementsprechend, die ist richtig alt, die kommt einfach in den Müll, das will keiner mehr haben. Wahrscheinlich auch nicht geschenkt. Und dann habe ich von L'Oreal diesen Sunlit Bronzer, diesen flüssigen. Den hatte ich letztes Jahr gekauft, weil ich dachte, der könnte vielleicht ein Dupe sein zum bei Terry CC Brightening Serum. Ist wirklich eine nette Sache. Aber auch das werde ich einfach verschenken, weil ich benutze das nicht, weil ich habe halt das von bei Terry. Ich wollte nur eben wissen, ob das vielleicht ein Dupe dazu sein könnte. Kommen wir zu Rouge. Gott. Na, aber ich habe, finde ich, schon relativ viel aussortiert. Ich bin ganz stolz auf mich, ja. Fangen wir an mit Reval de Loop Korean Trends. Fand ich nett, fand ich schön. Werde ich aber, glaube ich, einfach nicht benutzen. Und solange der noch schön ist, werde ich ihn verschenken. Dann habe ich den Reval de Loop Radiance Glow Color Changing. Hier dieses Grüne, wisst ihr? Kennt ihr das noch? Es kommt natürlich in den Müll, ihr seht ja, wie es aussieht. Dann habe ich von MAC, oh Gott, der ist so alt, ne? Aber ich musste, oh Gott, habe ich den geliebt, ey. Lady Blush. Aber ihr seht, der ist schon alt, also der, da kommt auch nicht mehr viel bei rum, der ist nicht mehr schön. Aber der war so schön, dieses Rouge. Ist halt ein Creme-Rouge, muss man sich irgendwann einfach auch mal von trennen und kommt in die Back-to-Mac-Ecke. Dann habe ich diverse, ja, Sachen aus der Drogerie hier aussortiert. Einmal ein Silky Touch Blush von Essence. Kissable, das war übrigens sehr schön. Benutze ich aber einfach nicht. Von Catrice Blush and Bronze aus einer Limited Edition. Wunderschön, benutze ich nicht. Auch noch, nee, von P2. Dieses, das war auch richtig schön, aber ich benutze das halt nicht. Und nochmal von P2 Glow Touch, Touch of Berry, auch schön. Die werde ich verschenken, weil ja, die müssen nicht in den Müll. Die sind ja noch schön. Dann habe ich Art Deco einmal, wie heißt denn das hier? Keine Ahnung. Das ist hier drin. Und das. auch die werde ich ja nicht in den Müll tun, sondern verschenken. Die sind so alt. Die sind so alt. Me, 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 blush me heißen die, heißt diese Farbe. Oder dieses Rouge in Coral. Das ist eigentlich richtig geil, aber das benutze ich auch nicht mehr. Das kommt auch in den Müll, weil die sind älter als alt. Genauso wie dieses Afrika von W7. Gott, da gab es noch gar nichts in Deutschland. Da gab es kein Too Faced, überhaupt nichts. Und das sollte halt so ein Dupe sein zum, zu so einem Too Faced Bronzer damals. Die sind so alt, die Dinger. Ich glaube, da gab es noch nicht mal Benefit in Deutschland. Wisst ihr? Also, wow, die kommen auf jeden Fall in die Tonne. Dann habe ich von Love Blushment, Blurring Blush in der Farbe Be the Game Changer. Eigentlich schön, schönes gebackenes Rouge, aber ich benutze das nie, deshalb werde ich es verschenken. Und dann habe ich diverse Sachen noch von Revolution an Rouge. Und zwar diese, die sind auch so alt. Immer das Telefon, Leute. Die sind so alt, diese Rouges. Die benutze, aber die sind schön. Die benutze ich nicht mehr, die kommen auch weg. Ja, die kommen weg. Dann habe ich die Vivid Baked Blushes von Revolution. 4 Stück. Die sind eigentlich auch mega. Das sind die hier. Die habe ich auch super abgefeiert. Vor allen Dingen, die hatten halt mal so ein bisschen extravagantere Farben. Und guck mal, das sind so gebackene. Geil, oder? Ja, ist geil, aber ist halt auch einfach so, dass ich sie nicht mehr benutze. Dementsprechend werde ich die verschenken. Und auch die Revolution Pro Blush Palette. Diese in, was ist es? Peach? Ja, ist klar. Auch die benutze ich nicht. Die hatte ich mal für ein One Brand, um die Sachen mal auszuprobieren. Die sind so heftig pigmentiert, Leute. Oh Gott, ey. Auch die werde ich verschenken. Fangen wir mal mit diesen beiden Revolution Paletten hier an. Fand ich auch ganz schön, aber benutze ich nicht mehr. Einmal diese hier und einmal
Diese, ich finde, Revolution kann Highlighter und Contour eigentlich echt ganz gut, aber ich benutze die nicht, deshalb werden die verschenkt. Genauso die Revolution Pro Supreme Highlight in Ice. Die knallt richtig rein. Wet n Wild Mega Glow Highlighting Powder, auch den werde ich verschenken. Zum Verschenken, bevor jetzt irgendwer sagt, ja, du kannst dir deinen alten Scheiß nicht verschenken. Also ich habe da Kontakt zu, also es ist eine Bekannte von mir und die arbeitet eben in einem Kinderheim. Und sie hat gesagt, die Mädels, die können sich das selber aussuchen, ob sie was davon nehmen wollen oder nicht. Und das ist überhaupt kein Problem. Das ist halt alles besprochen und das ist auch alles voll in Ordnung. Dann habe ich hier von Revolution Pro dieses Skin Finish in Opalescent. Das ist nämlich nicht gut. Es gibt ja noch dieses andere, wartet mal. Reddit, wo bist du? Hier? Nein. Du bist so gut vorbereitet, Jenny. Hier, in Luminescence. Das ist nämlich ganz gut. Das kann man so als Finishing Powder benutzen, dieses Luminescence. Aber dieses Opalescent ist so zu Gold mit so Glitzerstückchen. Nichts für mich, werde ich verschenken. Das hier ist das ist so ein Produkt, da gibt es Geschichte zu, ja. Also von Art Deco aus einer Limited Edition und zwar Glam Couture Baked Powder. Pass auf, das ist so alt. Das war mein erster Highlighter. Und ich bin nämlich zum Douglas gegangen und habe gesagt, ich hätte gerne einen Highlighter. Und die so, was? Das war so geil. Weil das war die Zeit, da gab es das alles noch gar nicht wirklich, ja. Also für den Normalo so, das war so, die haben mich angeguckt, als wäre ich nicht ganz dicht. Und dann hat sie dieses Puder hier rausgekramt, hat gesagt, ja, wenn sie das auf so Stellen aufgeben, so, dann ist das natürlich streng genommen kein Highlighter. Sondern eigentlich ist das sowas wie unser gutes Hourglass, ich würde es heute eher, wenn ich es heute kaufen würde, würde ich sagen, es ist ein sehr glowy Finishing Powder, aber früher, das war so, wie du mich angeguckt hast, so ein Highlighter, das war so gut. Das ist so alt, das kommt in den Müll, ne? Ciao, ich hab's bei den letzten Declutters immer aufgehoben, weil ich dachte so, du kannst es nicht wegschmeißen, es ist so alt und so schön und aber... kommt, ne? Dann habe ich von Milani einen Highlighter, auch der ist ziemlich schön, Strobe Light, aber ich benutze ihn nicht, deshalb wird er verschenkt. Der Freedom Pro Highlight kommt auch, der sieht schon so abgerammelt aus, der kommt in Müll. A Goddess of Love, oh Gott, den fand ich so geil, diesen Highlighter, ey, von I Heard Makeup, oh meine Güte, ey, fand ich das gut, aber der ist so alt, also den gab es. Den gibt es ja jetzt in der Drogerie, aber damals gab es das noch gar nicht irgendwo in der Drogerie. Deshalb, der ist mega, mega alt. Der kommt auf jeden Fall weg. Und die genauso wie die Radiance-Palette von Revolution. Da hieß es damals auch, das könnte ein Dupe sein zu Hourglass. Hier ist mir der in der Mitte zerbrochen. Und das fand ich auch richtig gut, aber dann gab es halt irgendwann Hourglass. Ne? Und dann habe ich mir Hourglass geholt. Dementsprechend kommt das hier natürlich in Müll so. Abgewetzt, wie das ist. Dann habe ich von Catrice aus einer Limited Edition diesen Dreiecks Highlighter Stick, der kommt in Müll. Genauso wie der Master Strobing Stick von Maybelline. Die waren aber alle schön, die Sachen. Nur ich benutze sie eben nicht und so Cremesachen, die muss man dann auch irgendwann mal einfach wegtun. Kommen in den Müll. Und dann habe ich noch einen Liquid Highlighter von Revolution. Da ist mir einfach zu viel Glitzer drin. Und ich hatte mir dann eingebildet, ich könnte die möglicherweise in meine Bodylotion mischen. Bla bla bla. Machst du sowieso nicht. Eigentlich cool, aber mir zu viel Glitzer. Dementsprechend kommen die weg. Revolution Pro The Illuminator. Auch der kommt weg. Den hatte ich in einem Video ausprobiert. Das ist so ein Liquid Illuminator. Das könnt ihr schon vom Weitem sehen, das Glitzer da drin. Dementsprechend den werde ich aber verschenken. Und dann habe ich von Kevin O'Quorn, das packe ich jetzt nochmal in meinen Insta-Sale, da habe ich echt einmal rausgeswatcht, dieses Glass Glow Face Illuminator. Ich werde es jetzt echt noch einmal in meinen Sale packen. Mal gucken, vielleicht möchte es ja irgendwer haben. Weil sonst kommt es dann irgendwann weg.
Mir war das einfach, für mich ist das nichts. So, und als allerletztes zeige ich euch von Iconic London diesen Illuminating Dingens. Das ist eigentlich schön, aber bei mir hebt das die Foundation so ab. Ich werde das jetzt einfach verschenken, weil ich hatte das schon in meinem Sale, das will offensichtlich keiner haben. Und dementsprechend werde ich das jetzt verschenken. Und das war der zweite Teil von meinem Declutter, von meiner Declutter-Reihe. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann!